Hallo, Opus. Opus ist ein neuer, freier und offener Audio-Codec. Die Bandbreite reicht von 8 kHz bis 48 kHz. Für die Speicherung ist eine Bitrate von 6 Kilobit pro Sekunde bis 510 Kilobit pro Sekunde möglich. CBR und VBR, das heißt konstante und variable Bitraten, werden unterstützt. Es kann sowohl für Voice-over-IP als auch für hochwertige Musik verwendet werden. Weitere Informationen findet man auf der Website opus-codec.org. Um Opus zu implementieren, muss das Paket Opus installiert werden. Das Paket Opus-Tools enthält die Programme Opus ENC, Opus DEC und Opus Info. Bei Fedora sieht die Installation per Befehl so aus: SU-C Leerzeichen Anführungszeichen YUM Leerzeichen install Leerzeichen Opus-Tools oder man benutzt den herkömmlichen Paketmanager. Im persönlichen Ordner habe ich zwei Dateien, zwei Audiodateien, eine Ogg-Datei und eine Wave-Datei mit dem gleichen Inhalt. Die Ogg-Datei ist 1,9 MB groß und die Wave-Datei 12,3 MB. Opus ENC existiert, um Wave in Opus umzuwandeln, zum Beispiel mit Opus ENC minus minus Bitrate 224 zum Beispiel hier mal, dann die Wave-Datei mWave und zum Schluss noch die Output-Datei mOpus. Und die Opus-Datei ist dann 1,8 MB groß. Opus DEC wandelt die Opus-Datei wieder in Wave um. Opus DEC Leerzeichen als Input die Opus-Datei, mOpus und dann die Wave-Datei m2.wave. Und zum Schluss noch das Tool Opus Info, um weitere Informationen über die Opus-Datei anzuzeigen. Opus Info, Leerzeichen und die Opus-Datei. Mehrere Optionen stehen für jedes Programm zur Verfügung. Opus-Dateien können mit Firefox 15 geöffnet und abgespielt werden. Ciao und viel Glück!